Babys machen, gehen wir runter in die Churchbox. Wir sehen uns dann nachher nochmal. Bis gleich. Dann. Hallo und herzlich willkommen in der Churchbox. Hey, so schön, dass du zuschaust, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich, dass ich heute die Debbie Wittmer genau hier im Studio haben darf. Hey, und wir zwei werden uns heute unterhalten, wie wir unser Leben leben, respektiv, wie wir unseren Glauben weitergeben an andere Menschen. Weil ich glaube, wir zwei sind so Typen, die nicht unbedingt jetzt Mühe haben, dass wir von Jesus weitererzählen. Aber wir finden das auch wichtig, dass man das macht. Und Debbie, du bist so eine lebensfrohe, ich glaube, eher eine Person, die eben gerne auf Menschen zugeht. Ich nehme dich zumindest so wahr. Bist dreifache Mutter, verheiratet, schon länger im ICF. Erzähl mal, wie erlebst du deinen Glauben im Alltag oder wie lebst du den? Genau, also ich lebe vor allem meinen Glauben im Alltag im Beruf. Ich bin 17 Jahre schon Physiotherapeutin und erlebe das mit den Patienten vor allem. Also das geht so, die Patienten legen sich auf den Bauch und dann sprechen sie von ihrem Leben. Sie schütten ihr Herz aus und dort kann ich dann von Jesus erzählen. Genau, und ich könnte euch x Stories erzählen in meinen Jahren, aber ich pick da ein paar raus. Und zwar zum Beispiel bete ich für Klosterfrauen. Für Klosterfrauen? Genau. Spannend. Erzähl, ja, du wohnst in der Innerschweiz, ja, da genau. Gibt es natürlich Kloster, dann kommen die zu dir in die Physiotherapie. Genau. Und dann fragst du sie, ob du für sie beten darfst. Ja. Und das geht, während der Arbeit. Genau. Wow. Ja, das mache ich. Okay. Also am Anfang war das ein bisschen so, was für eine Klosterfrau? Schräg. Aber wo ich mit dem gestartet habe, es war verrückt. Einfach diese Feedbacks und zum Beispiel sagen sie dann, hey, so ein Gebet habe ich noch nie gehört, so ein persönliches Gebet. Spannend. Hat mich zum Nachdenken gebracht, ehrlich gesagt, aber auch motiviert, um mehr von Jesus zu erzählen. Genau. Dann eine andere Patientin, wo ich gebetet habe und ihr gesagt habe, hey, ich schenke dir eine Bibel, habe es aber nicht gerade gemacht. Monate später kommt sie und sagt, hey, wo ist die Bibel? Ich so, oh, stimmt, ich muss noch die Bibel oder darf noch die Bibel verschenken. Genau, oder eine andere schöne Geschichte, auch von Jesus erzählt, gebetet für Heilung. Und sie hat schon erlebt, dass sie Jahre vorher ein Physio von Jesus erzählt hat und der übrigens auch hier in unsere Kirche geht und 50 Kilometer von mir entfernt wohnt. Ach, ja. Also ja, Jesus ist so cool, diese Puzzles. Und die kann, also ihr wusstet nichts voneinander? Nein, das ist so wir schön. Wussten nichts voneinander. Ja. Und dann noch eine, auch sie durfte ich ja von Jesus erzählen. Und sie kommt jetzt circa einmal im Monat zu mir nach Hause und hat ihr Leben an Jesus übergeben bei uns im Wohnzimmer. Wow. Und jetzt über die Sommerferien habe ich ihr gesagt, hey, befasse dich mit dem Thema Taufe. Ja. Ich möchte dich nach den Sommerferien taufen. Also es war übrigens ihre Idee. Genau, und so könnte ich euch mega viele Geschichten so erzählen. Schön. Ja. Hey, und du, also. Debbie? Ja, ich habe jetzt niemand vor mir, wo ich das direkt so erzähle, aber ich bin eine Person, ich mache das über eine andere Art und Weise. Also ich finde, wir haben unser Handy und das hat einfach jeder täglich in der Hand. Und für mich ist das die einfachste Art und Weise. Also ich bin so von meinem Typ, das fällt mir gar nicht schwer, dass ich zum Beispiel am Sonntag so oder so immer die Verlinkung reinmache, wenn Gottesdienste stattfinden oder dass ich gleich online bin. Und ich erlebe das wirklich so. Ich wurde früher, sage ich, als Kind und in der Schule so oft für meinen Glauben ausgelacht. Ich wusste aber immer, hey, Gott ist bei mir. Und was habe ich denn? Ich meine, wir haben das Beste, was es überhaupt gibt. Warum erzählen wir es dann einfach nicht weiter? Und ich erlebe das heute. Schulfreunde von früher teilweise sogar irgendein Like drunter machen und so. Es ist nicht so, dass ich jetzt das kontrolliere oder wegen dem machen würde, wirklich nicht. Es ist einfach die Art, wo ich denke, hey, es ist doch das Einfachste, wir machen die Verlinkung rein oder du schickst jemandem etwas Gutes, weil ein Handy hat jeder in der Hand. Ja, genau. Und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich effektiv, wenn ich den Worship ab und zu mal gefilmt habe und draufgetan habe, mich hat einmal eine Frau gefragt, ob ich ihr eine Bibel ausleihen würde. Ich habe ihr danach eine geschenkt, nur wegen diesen 15-Sekunden-Clips, die ich drauf hatte, weil sie so berührt war. Mhm.
Eine andere schrieb mir wiederum, das war gerade vor ungefähr 3 Wochen, sie hat gesehen, dass ich ein Konzert mitgefilmt habe hier in der Halle und schreibt, hey Debbie, getraust du dich das einfach so, weil ich schaue dann manchmal sogar auf die Songtexte. Mhm. Und dann hat sie gesagt, hast du wirklich Menschen, die Jesus nicht kennen und das schauen? Habe ich gesagt, ja, ich glaube, da sind einige, die das sehen. Und dann hat sie es auch gemacht, weil sie ermutigt wurde und schreibt mir danach, jetzt hat mich meine Nachbarin angesprochen und gesagt, hey, wo ist dieses Konzert gewesen? Wo gehst du da hin? Ja. Und ich glaube, dass wir manchmal viel weiter denken müssen, als nur, ich erzähle jetzt da oder das Gefühl haben, wir müssen etwas tun. Mhm. Es gibt so einfache Art und Weisen, genau, wie wir das erzählen können. Debbie, warum sollten wir für den Glauben einstehen? Wieso? Ich persönlich, weil ich Jesus liebe und ich liebe ihn immer mehr, weil ich ihn immer besser kennenlernen darf und ich möchte Land einnehmen für Jesus. Ja, so cool. Ja, das eben, das glaube ich, aber wir könnten ja auch sagen, nein, wir erzählen gar nicht von Gott und warum sollten wir und ja, wir können das ja einfach für uns leben, oder? Mhm. Aber ich glaube wirklich auch, dass wir das nicht sollen. Hey, wir haben die beste Botschaft. Und ich sage immer von Menschen, die Gott nicht kennen, ich glaube von 100 Personen würde vielleicht eine die Bibel lesen und 99 lesen Christen. Und daher glaube ich persönlich, es ist mega wichtig, wie wir sind. Hey, wir haben, wenn wir Gott in uns tragen, dann haben wir hoffentlich auch eine Ausstrahlung, die gegen außen geht. Und ich glaube, da dürfen wir attraktiv sein. Und sollen einfach Jesus weitertragen. Ich meine, anderen sieht man an, was sie glauben. Warum uns nicht? Yes. Also vielleicht nicht gerade an der Kleidung, aber an unserer Haltung. Ich freue mich, jetzt gibt es noch einen kurzen Clip von Janice und sie wird uns erzählen, wie sie das lebt, respektive was sie praktisch macht für ihre Freunde, die Jesus nicht kennen. Meine nächsten Ladies sind nicht in der Kirche unterwegs, darum möchte ich auf keinen Fall "Ich bete für dich" als Floskel sagen, sondern ich überlege mir, wann nehme ich mir Zeit für sie zu beten und ist es mir auch wirklich wichtig, für diese eine Situation, Schwierigkeit im Gebet für sie einzustehen. Und dann frage ich sie, darf ich in diesem Thema für dich beten, zu Hause in meiner Zeit mit Gott, weil ich weiß, dass sie verstehen und sie wissen, dass es meine Art ist, wie ich ihnen das Beste wünsche und für sie das Gute erhoffe. Und sie haben schon oft erlebt, dass ich für andere Menschen gebetet habe. Ich lebe einfach mein Leben und sie sind dabei und erleben das mit, ganz natürlich. Ja, so schön zu sehen. Janice betet für andere, sagt das auch, spricht das auch. Wie lebt ihr das als Familie, dass ihr anderen Menschen, also wirklich vielleicht praktisch auch so von Jesus oder den Glauben vorlebt? Also zum Beispiel gibt es hier in der Schweiz so Cumulus-Punkte von der Migros und diese Punkte verschenken wir dann an VIPs von uns, einfach so als kleine finanzielle Unterstützung. Oder wir machen mit VIPs Ehe-Coaching, dass wir investieren in Ehen. Ja, oder unsere Kinder sind unsere VIPs. Ja. Und mir ist es ein Anliegen, dass sie den Glauben möglichst lebendig und authentisch erleben und nichts mit Religion, sondern einfach Glaube pur erleben dürfen. Hey, das finde ich einen super Satz. Es soll keine Religion sein, sondern es soll Glauben pur sein. Ja. Hey, und das will ich auch dir mitgeben. Wirklich, leb doch einfach deinen Glauben vor. Du bist authentisch. Du bist die Person, die das lebendige Beispiel ist, wie wir Christ sein könnten. Und ja, vielleicht denkst du gerade auch in dieser Sommerzeit, wo man nicht mehr in die Kirche geht oder vielleicht nicht mehr so oft in die Kirche geht, anderes lebt, denkst an deine Freunde, die Gott nicht kennen, nimmst sie vielleicht auch mal mit hier in die Kirche als Ausflug nach Zürich, wäre doch etwas. So wünsche ich dir einen guten Tag.